ewigen Zeiten hat er im All seine vorgeschriebene Bahn gezogen. Ein fester Himmelskörper, ein Komet. Die Wissenschaftler gaben ihm den Namen Orpheus. Plötzlich, durch eine kosmische Explosion, ist Orpheus aus seiner Umlaufbahn geworfen worden. In 6 Tagen wird ein Teil von ihm 5 Millionen Meilen zurücklegen und auf die Erde prallen. Es ist ein Meteor. Seine Aufschlagskraft gleicht der von 2.500.000 Megatonnen TNT. Das ist eine Zerstörungsgewalt, die 10-mal so groß ist wie alle uns bekannten Erdbeben. Montag. Die drohende Gefahr wird bestätigt. Ein Reststück von Orpheus steuert auf die Erde zu, und zwar ein verdammt gewaltiges. Ein Haufen kleinerer Teile ist mit auf dem Weg, aber was uns Sorgen macht, ist der dicke Brocken. Mittwoch. Amerika und die Sowjetunion müssen ihre nuklearen Kräfte vereinen, um den Meteor zu zerstören. Und wir werden Sie bitten, Ihre verfügbare Nuklearkraft mit der unseren zu kombinieren, sodass wir zusammen fertig werden mit dieser Gefahr aus dem All. Sie gedenken also der ganzen Welt zu verraten, dass wir Atomraketen da oben haben, ja? Im direkten Widerspruch zu sämtlichen internationalen Abrüstungsverträgen. Das Einzige, was wir da oben haben, ist Herkules. Я полагаю, что нужно дать ему возможность начать переговоры, в которых вы, товарищ Дуба, будете принимать самое близкое участие. Wären Sie bereit, selbstverständlich rein theoretisch? Die Möglichkeiten einer Koppelung der Satelliten mit mir zu erörtern? Diese Raketen müssen umfunktioniert werden und wir haben ganz genau 5 Tage Zeit. Freitag, die Katastrophe nimmt ihren Anfang. Das Observatorium in Frascati hat berichtet, dass ein ganzer Meteoritenschwarm über Italien südlich von Pisa runterkommt. Wo wird der nächste Meteorit einschlagen? Und was ist mit dem großen Brocken, der am Sonntag fällig ist? Der Captain hat eine 30 Meter hohe Flutwelle gesichtet. Sie bewegt sich in Richtung Hongkong. Es kommt ein neuer Meteoritensplitter. Ein ziemlich großer. Richtung? Die Vereinigten Staaten. Heute ist Sonntag. In genau 15 Minuten werden die russischen Raketen abgeschossen. 40 Minuten später werden unsere eigenen Raketen gestartet, um zur gleichen Zeit am Ziel zu sein. Sean Connery. Natalie Wood. Die erste Detonation erfolgt in 35 Minuten, 42 Sekunden. Trevor Howard. 10 Minuten, 29 Henry Fonda. 2 Minuten, 50 Sekunden. Warten Sie die Dinge ab. Haben Sie Vertrauen. Wir können nichts anderes tun, als in Ruhe abzuwarten. Meteor.